sehr verehrten Damen und Herren, liebe Sponsoren, liebe Pressevertreter, recht herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Regionalliga-Punktspiel vom 12. Spieltag zwischen dem FSV Zwickau und dem FC Viktoria Berlin. Zuschauer heute im Sportforum Sajus 1440. Die Tore erzielten zum 3:0 Endstand der erste Treffer durch Toni Wachsmuth in der 44. Minute, das 2:0 durch Oliver Genausch, kurz nach dem Seitenwechsel in der 47. Minute, und den 3:0 Endstand erzielte Marc-Philipp Zimmermann in der 61. Spielminute. Soweit die trockenen Fakten zum Spiel. Kommen wir sofort zu den Einschätzungen der beiden Trainer und da übergebe ich zunächst das Wort an unseren Gästetrainer, an Herrn Thomas Herbst, für seine Einschätzung zum Spiel. Also wir konnten heute nur in der ersten Halbzeit ansatzweise das erfüllen, was wir vorgenommen haben. Das heißt, dass wir hier wenig zulassen wollten. Das ist uns phasenweise auch ganz gut gelungen und leider im Vorwärtsspiel nach vorne haben wir keine Entlastung schaffen können, auch in der ersten Halbzeit nicht. Trotzdem, wie gesagt, war Zielsetzung hier erstmal lange die Null zu halten und das ist natürlich für uns besonders bitter, dass die Tore unmittelbar vor und nach der Halbzeit gefallen sind. Das ist natürlich Gift für jede Mannschaft, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass man beim Spitzenreiter spielt, der sehr wenig zulässt. Von daher denke ich mal, die Tore haben uns die Gegner einfach zu leicht gemacht. Wir waren von der Größe eigentlich besser aufgestellt, aber die Tore haben wir, wie gesagt, waren wir sehr unachtsam und mit dem Doppelschlag war das Spiel eigentlich erledigt. Man hat dann auch gesehen, dass die Mannschaft da den Kopf hängen lässt. Die Haltung hat mir nicht mehr gefallen. Und wenn wir in den nächsten Wochen sich gewaltig steigern, dann wird es verdammt schwer, da unten rauszukommen. Dankeschön. Soweit die Einschätzung aus Sicht der Gäste. Dann übergebe ich das Wort an unseren Trainer, an Thorsten Ziegler. Ja, ich denke, dass es über die gesamten 90 Minuten ein hochverdienter Sieg war. Trotz alledem muss ich dieses Spiel so in zwei Teile trennen. Zum einen die erste Halbzeit, die mir gar nicht gefallen hat, vor allen Dingen von der Bereitschaft, vom Engagement der Mannschaft. Wir wollten von Anfang an mit sehr hohem Tempo nach vorne spielen. Wir wollten Viktoria immer wieder vor Probleme stellen mit extrem hohem Tempo in der Offensive. Das haben wir in der ersten Halbzeit nicht getan. Und ich musste die Jungs dann in der Halbzeit auch nochmal sehr intensiv darauf hinweisen, dass uns in dieser Liga Woche für Woche eben nichts geschenkt wird, dass wir uns alles sehr, sehr hart erarbeiten müssen. Und unabhängig von diesem 1:0 kurz vor der Halbzeit, war mir klar, dass wir in der zweiten Halbzeit zulegen müssen. Das haben wir dann getan und schlussendlich dann auch die entsprechenden Tore gemacht. Und was positiv war, dass wir in der Defensive wieder wenig zugelassen haben. Möglicherweise, mein Kollege hat es gerade gesagt, dass wenig Entlastung war, aber das machen die Jungs eben schon über die gesamte Halbzeit sehr, sehr ordentlich, wie sie gegen Ball arbeiten, dass wir immer wieder im Gegenpressing sofort wieder präsent sind, um eben den Gegner gar nicht Entfaltungsmöglichkeiten zu geben, um nach vorne zu spielen. Und das war wieder sehr positiv, dass wir bis auf den Freistoß, ich glaube in der 5. Minute, der aufs Tornetz oben drauf ging, eben gar nichts zugelassen haben. Das freut mich ungemein, dass die Mannschaft dort wirklich dran bleibt. Und wir wissen aber, dass es auch in der nächsten Woche wieder extrem hart wird, dass es viel härter wird gegen eine U23-Mannschaft eines Bundesligisten und wir uns jetzt auf diesem Erfolg definitiv nicht ausruhen werden, sondern wir wollen dranbleiben, wir wollen jetzt bis zum Winter diesen Schwung nutzen und mitnehmen und da werde ich schon morgen wieder beginnen, die Jungs auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, um dann am Wochenende wieder erfolgreich zu sein. Danke. Soweit die Einschätzung der beiden Trainer. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen an die beiden zu stellen. Wenn dies nicht der Fall ist, wünsche ich Ihnen allen guten Nachhauseweg, unseren Gästen eine gute Heimreise. Für die kommenden Aufgaben alles Gute. Kommen Sie gut nach Hause, bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.